Hallo, Hallöchen, wir spielen wieder LS19 Landwirtschaftssimulator 2019 auf der PlayStation 4 auf der wunderschönen Karte Mühlenkreis Mittelland. Genau, so heißt sie. Ich bin am Dreschen, es ist früh morgens. So, wir ernten Soja. Wo ist er denn jetzt? Da hinten. Wie ihr seht, Anhänger. Anhänger gab es ja da. Genau. Paar Drehschemel. So wie ich es gerne mag. So, der Drescher ist da. Genau, was machen wir heute? Also wir dreschen natürlich die Felder ab. Sind schon dabei mit der Sämaschine. Also der Marcel Ferguson ist mit der Sämaschine unterwegs. Ich weiß gar nicht, was wir drauf machen. Was machen wir eigentlich drauf hier? Das ist schon wieder weg. Raps machen wir. Sehr schön. Habe ich gewusst. Wir machen Raps drauf. Das ist immer so schön gelb, wenn es blüht und stinkt. Okay. Genau. Also ernten. Dann hätte ich ja gesagt, das letzte Mal, wir brauchen ja mal einen Hühnerstall. Wir haben ja hier, wo wir den Trecker gekauft haben, schon Hühnerfutter gekauft. Jetzt fehlt uns noch der Hühnerstall. Den könnten wir uns jetzt schon mal leisten. Aber jetzt will ich gerade noch den Drescher leer machen. So, wir haben schon ein bisschen was von der Ernte verkauft. Haben aber noch einen Anhänger auf dem Hof zu stehen, wo noch Soja drin ist, so als Zwischenlager. Und das war ja eigentlich auch noch so ein Ziel von uns. Wir bräuchten eigentlich ein Lager. Wir haben hier, wenn wir gucken, wir haben nicht mal ein externes Lager hier. Also ganz schlecht. Und ich habe wahrscheinlich auch schlauerweise wahrscheinlich kein vernünftiges Silo drauf gemacht, wo wir irgendwie als Mod haben, wo wir noch was lagern können. Doch, hier habe ich eins für 120.000. Da geht auf jeden Fall mal eine Menge rein. Dann hätten wir da noch eins für 100.000. Geht doch bloß 100.000 rein. Schwierig. Also gehen wir lieber 20.000 mehr aus und dann kriegen wir 480.000 Liter rein. So, ich habe einfach mal zwei verschiedene Anhänger genommen. Fand ich ganz cool eigentlich. Einmal so ein HW80 und das ist eigentlich auch, glaube ich, irgendwie so ein DDR-Verschnitt. Das ist ja cool, die bewegen sich hier unten, die Unterlegskeile hier. Jetzt nicht mehr. Das ist bloß getäuscht.
Okay, vielleicht war es eine optische Täuschung. So, haben wir unser großes Feld auch gleich mal abgeerntet. So, wir fahren direkt zum Hof. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wollen wir das eigentlich hinstellen, die Hühner? Jetzt den Anhänger, war da nicht, eigentlich nicht noch was drin? Habe ich den leer gemacht gehabt? Okay. Mist, dachte, das habe ich noch aufgehoben, habe ich das verkauft. Da habe ich nicht mehr so viel Geld. So, die Pestizide, Herbizide, was auch immer, stellen wir mal hier direkt neben unseren Schlafräumen. So, dann kann ich nämlich mal gucken, was der Hühnerstall kostet. Der kostet mir hier der kleine 20.000, da passen 100 Hühner rein, das reicht mir eigentlich. So, erst habe ich gedacht, vielleicht dahin. Aber da ist irgendwie ein bisschen blöd. Da haben sie nicht mal richtig Futter. Was, ich besitze dieses Land nicht. Wird er mich... Hä? Das ist doch hier mein Hof. Will er mich fertig machen? Das Original meins da. Jetzt kann ich da keine Hühner hinstellen, oder was? Ich besitze dieses. Okay, Hühnerstall. Versuch Nummer 2. Das ist doch mein Gelände hier. Das ist doch mein Land.
Ich bin doch. Da würde es passen. Das nimmt ja einen Haufen Platz weg. Da nimmt es auch einen Haufen Platz weg. Das kann nicht wahr sein. Ihr wollt doch nur ein paar Hühner haben, das kann doch nicht so schwer sein. So, nochmal. Hühner. Hühner. Mit was kollidiert's denn bitte schön? Ah, mit dem Grasdingens da. Das ist doch unglaublich. Es geht länger, bis ich da wirklich einen Hühnerstall setzen kann. So, ich glaube, ich muss das da mal wegmachen. Mit was ist denn jetzt noch im Weg hier? Da. Da würde es gehen. Aber das ist ja mitten auf dem Hof. Ja, da kann sie nicht schön bauen. Hätte ich das gewusst, hätte ich da nicht mit diesem Schwierigkeitsgrad angefangen. Bin mir gar nicht mehr so sicher, ob ich überhaupt noch Hühner will. Was jetzt passiert?
Weil der Trecker da kommt, oder was? Sowas von kompliziert hier. So, dann wollen wir einen Hahn und dann wollen wir noch Hühner. Nehmen wir mal. Welche legen denn am besten? Die braunen oder die weißen oder die schwarzen? Wir nehmen mal weiße. So, das mit den Hühnern haben wir auch erledigt. Jetzt will ich gerne noch ins Menü schauen, wie viele Hühner habe ich mir dann angeschafft. 70, nicht schlecht. So, 70 Hühner, die wollen natürlich was fressen. So, wir schmeißen gleich mal Futter rein. Ah, da sind ja logisch dahin. Okay, Futter haben sie. So, jetzt habe ich da noch Soja. Soja fressen sie aber nicht. Die fressen bloß Weizen oder Gerste. Produktion ist noch bei 0. Okay, wir haben noch ein Feld zum Ernten. Feld 41. Da müssten wir noch mit dem Drescher hin. Und was mich eigentlich noch mehr interessieren würde, wie ist eigentlich der Sojapreis? Oh, Westtag ist er am Steigen. 1899, das klingt schon mal gut. So, da würde ich sagen, machen wir das nächste Feld auch noch. Und warten, bis der Preis noch mehr steigt und verkaufen das nachher.
und hoffen, damit wir uns bald hier so ein riesiges Silo hinstellen können. Gott, das habe ich nicht gesehen. So, ich finde die Karte irgendwie immer recht dunkel. Nachts ist stockfinster, da siehst gar nichts. Am Tage ist es, so wie jetzt, ist es auch recht finster irgendwie immer. Also könnten sie ruhig mal noch so ein Update machen und die Karte vielleicht ein bisschen heller machen. Ich glaube, die ist irgendwie so ein bisschen zu dunkel eingestellt. Das liegt aber nicht an mir. Das liegt, glaube ich, an der Karte selber. So, da ist das Feld. Nur mal gucken, wo kann ich hier den Schneidwerkswagen hinstellen? Irgendwie verdammt finster um 7:30 hier auf der Karte. So, jetzt hoffe ich, damit wir da noch ordentlich was rauskriegen hier, weil der Preis scheint richtig, richtig gut zu werden. So, dann werde ich schon mal einen Bauantrag stellen, damit wir ein Silo auf dem Hof kriegen. Damit wir unsere Sachen einlagern könnten. Das ist das nächste.
So, ich würde sagen, ihr macht da noch weiter. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Macht's gut, bis denn dann. Ciao, ciao.